Herzlich willkommen in der Christusgemeinde, lieber Zuschauer. Ich möchte dich aufmerksam machen auf eine Predigtreihe, die wir in den nächsten Wochen bei uns starten möchten. Es geht um den Ausspruch Jesu, ich bin. Jesus spricht von sich selbst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben, ich bin das Licht, ich bin das Brot. Und über diese Eigenschaften möchten wir in den nächsten Wochen nachdenken. Beginnen werden wir mit, ich bin das Licht. Das Besondere am Licht oder an dieser Eigenschaft des Lichtes ist, dass sie dem Vater eigen ist, lesen wir in Jakobus 1,17, dass sie dem Sohn eigen ist. Und wenn wir in die Bergpredigt schauen, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Also die Eigenschaft des Lichtes soll Gott und dem Menschen zu eigen sein. Wenn die Bibel von Licht spricht, so meint sie eigentlich mehrere Aspekte. Auf der einen Seite natürlich die moralische Reinheit oder Tadellosigkeit. Sie meint die Wahrheit und sie meint natürlich auch die Erkenntnis für die Zeit, in der wir leben, inklusive dem Blick nach vorne. Wenn wir zum Beispiel Psalm 119 lesen und da heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Also es ist ein Erkenntnis der Zeit und all das ist in diesem Wort Licht verborgen. Und nun sagt Jesus zu uns, ich bin Licht, ihr sollt Licht sein. Und von Gott lesen wir, dass er sich nie ändert. Und es gibt kein Schatten infolge seines Lichtwechsels. Gott ist heute und gestern und morgen der gleiche. Diese Eigenschaft soll auch uns Christen zu eigen sein. Und ich möchte auf etwas aufmerksam machen, dass wir Menschen doch sehr wechselhaft sind. Und wenn uns jemand am Arbeitsplatz auf eine Art und Weise erlebt und dann im Gottesdienst sieht und erlebt, dass er für einen Moment geblendet ist, als wäre man aus der Dunkelheit ins Licht getreten. Oder auch umgekehrt, ja? Wenn wir uns im Gottesdienst auf eine Art und Weise gehen, auf dem Arbeitsplatz anders auftreten und uns unsere Geschwister erleben, so sind sie auch für einen Moment geblendet. So soll es nicht sein. Wir sollen beständiges Licht sein. Und ja, das werden wir jetzt in den nächsten Gottesdiensten behandeln, dass wir ja ganzheitlich das Licht Gottes wieder strahlen sollen. Gott segne Sie dabei. Auf Wiedersehen.